Sehr geehrte Unternehmerinnen und Unternehmer der Sparte Information und Consulting, sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Nadia El-Shabrawi-Bloder. Ich bin die Geschäftsführerin der Sparte Information und Consulting und darf Sie auch im Namen unseres Obmannes der Sparte, Herrn Kommerzialrat Hinterschweiger, sehr herzlich bei diesem Webinar begrüßen. In diesen Zeiten sind Sie als Unternehmer sehr stark gefordert. Es sind außergewöhnliche Herausforderungen, denen Sie begegnen. Und uns ist es wichtig, als Wirtschaftskammer Steiermark Sie dabei bestmöglich zu unterstützen. Wir freuen uns daher sehr, dass Sie heute und dass so viele heute ein Interesse haben, an diesem Seminar teilzunehmen und ja, darf dann gleich auch inhaltlich einsteigen. Die Unternehmen sind seit dem 01.01.2020 abhängig von einer gewissen Unternehmensgröße oder Umsatzgröße verpflichtet, elektronische Behördengänge durchzuführen. Wir merken aber, meine Kolleginnen und ich merken durchaus, dass bei den Unternehmen sehr viele Fragen bestehen und haben uns dazu entschlossen, sie bestmöglich auch mit einem Seminar zu unterstützen. Wir freuen uns zu diesem Zwecke, den Herrn Diplom-Ingenieur Zubeck zu begrüßen. Er ist Geschäftsführer der Diamo GmbH, Experte bei diesem Thema und auch Vortragender in anderen Wirtschaftskammern schon gewesen. Und er wird uns heute durch das Thema Grundbuch, E-Zustellung, behördliche Online-Verfahren durchführen. Vielen Dank, Herr Diplom-Ingenieur Zubeck. Kurz zum Webinar selber, zum Ablauf. Es ist auch für 2 Stunden angesetzt, das Webinar. Sie haben eine Chat-Funktion. Im Rahmen der Chat-Funktion können Sie schriftlich Ihre Fragen stellen. Der Herr Diplom-Ingenieur Zubeck ist so nett und wird gleich versuchen, die Fragen bestmöglich gleich zu beantworten. Andernfalls bitten wir Sie einfach am Ende des Seminars noch einmal Ihre Frage bitte schriftlich zu stellen. Die Unterlagen zu dem Seminar und auch ein Mitschnitt des Seminars, den stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sie bekommen nach dem Seminar ein E-Mail mit den Zugangsdaten zugeschickt. Jetzt bleibt mir nur mehr Ihnen ein interessantes Seminar zu wünschen und ich übergebe das Wort an den Herrn Diplom-Ingenieur Zubeck. Danke, Frau Magistra. Ja, jetzt muss ich eine kleine technische Sache machen und möchte langsam, aber sicher in das eigentliche Thema springen. Aber bevor ich das tue, mein Name ist Dieter Zubeck. Ich habe mich die letzten Jahrzehnte ganz, ganz stark mit den Themen befasst, die wir heute Ihnen bringen werden. Das sind IT-Services, die die öffentliche Hand, überwiegend der Bund, bereitstellen. Viele dafür sind für Bürgerinnen und Bürger, viele für Unternehmerinnen und Unternehmer. Manches hat besondere Aktualität, wie eben die neue E-Zustellung von Behördenschriftsachen. Und ein kleiner technischer Hinweis noch für Sie. Wir würden gerne Sie ermuntern, online mit uns zu kommunizieren. Sie haben dazu eine Funktion zum Fragen stellen auf der Seite Ihres Bildschirmes, wahrscheinlich auf der rechten Seite. Schicken Sie uns doch einfach einmal, nur damit Sie die Funktion ausprobieren, einen Buchstaben, ein Wort oder irgendwas, damit wir eine Interaktion von Ihnen wahrnehmen. Bitte möglichst alle, weil vielleicht haben Sie ja später Lust, eine Frage zu stellen, ein Thema zu vertiefen oder was zu diskutieren, damit das Ganze nicht nur so in eine Richtung geht. Erfahrungsgemäß ist es dann für uns alle interessanter, wenn wir interagieren und kommunizieren. Gut, so viel einmal zu den Vorbemerkungen und jetzt zur ersten Folie. Wir besprechen eine Sache, die insgesamt E-Government heißt. Es ist ein unglaublich langweiliger Begriff. Es ist das Ganze gesetzlich geregelt durch ein eigenes E-Government-Gesetz seit vielen Jahren. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, es ist ein völlig unverständliches Gesetz. Ich war damals dabei auf Seiten der Wirtschaftskammer Österreich, wie das Gesetz entstanden ist. Wir sind damals mit Juristinnen und Juristen und Informatikern zusammengesessen. Und praktisch niemand hat es verstanden. Inzwischen wissen wir ungefähr, worum es geht. Es geht darum, nicht nur Services des Staates ins Internet an uns alle heranzubringen, sondern es geht um rechtliche Sicherheit. Es geht darum, dass die Behörden nicht ersetzt werden durch dubiose Webseiten, die uns irgendwelche Leistungen versprechen, aber so ausschauen wie unsere Landesregierung oder das Bundeskanzleramt.
Es geht darum, dass nicht Bürgerinnen und Bürger mit Fake-Identitäten irgendwelche Behördenakte auslösen. Nein, im E-Government ist es ganz, ganz wichtig, dass beide Seiten eindeutig identifiziert sind und auch das, was sie tun miteinander, eine Eingabe, eine Behördenreaktion, dass diese Sache, die zum Beispiel eine Bürgerin, eine Unternehmerin an eine Behörde liefert, dort sauber ankommt und dort auch die Antwort, das Ergebnis, vielleicht ein Bescheid korrekt und unverfälscht zurückkommt. Es geht also ganz stark um Authentizität und das ist, ich sage es ja mal mit meinen Worten, mörderkompliziert festgelegt. Es ist tatsächlich äußerst kompliziert, wenn man jetzt weiß, dass es im Internet unglaublich viele Missbrauchsmöglichkeiten gibt und gegeben hat, einen durchgängigen Prozess von A nach B, vielleicht auch mit Einbeziehung von C und D und E, sauber aufzusetzen. Und ein ganz kleiner Splitter an Informationen für Sie relativ am Anfang ist die Amtssignatur. Die Amtssignatur ist ein Ding, mit der Sie als Bürgerinnen und Bürger, als Unternehmerinnen und Unternehmer kontrollieren können, ob ein Schrieb, ein Bescheid einer Behörde, allenfalls auch eines Gerichtes, echt und unverfälscht ist. Es gibt dazu Websites des Bundes, der Bundesverwaltung, wo man kontrollieren kann, ob so eine Signatur, ein elektronisches Siegel in Ordnung ist. In dem Moment, wenn ein elektronischer Bescheid oder ähnliches verfälscht wird, wird das Siegel brechen und das System wird dann sagen, dieses Ding ist leider nicht echt. Und uns als Bürgerinnen und Bürger, als Unternehmerinnen und Unternehmer, ist es ja wichtig, dass die Sachen echt sind, die an uns herangetragen werden. Vielleicht leiten sich darunter unternehmerische Handlungen ab, die wahrscheinlich relativ problematisch wären, wenn wir von unechten Dokumenten von Behörden ausgehen. Beispiel Grundbuchauszug. Wenn ein Grundbuchauszug gefälscht wird, haben wir wahrscheinlich Probleme. Daher haben wir alle Interesse daran, dass er echt ist. Gut, wir brauchen als Grundlage noch ganz am Anfang ein Ding, das heißt Handysignatur. Langsam wird sich dieser Begriff ändern auf EID, weil auch auf europäischer Ebene jetzt langsam aber sicher Interesse an der elektronischen Identität da ist. Elektronische Identität, was heißt das? Oder digitale Identität. Es geht jetzt klassisch bei einem Vertragsabschluss oder bei einer Behördensache immer darum, eine Identität festzustellen, typischerweise durch eine Ausweisleistung. Manchmal reicht auch eine Bekanntheit am Gemeindeamt, beim Notar. Wenn man bekannt ist, kann das reichen. In der digitalen Welt reicht natürlich nicht die Bekanntheit, ein Gesicht oder sowas, sondern wir müssen die Identität ins Digitale bringen. Wir haben dazu in Österreich seit einigen Jahren ein gesetzlich exakt definiertes System, das technisch auf mehrere Arten ausgeprägt ist. Für uns ist das Gescheiterste die Handysignatur. Die Handysignatur ist ein Instrument, wo wir mit unserem eigenen Handy und einem nur uns bekannten Passwort bestimmte Akte gesetzlich sauber vollbringen können. Was bedeutet es? Na, zum Beispiel Vertragsabschluss, Unterschriftenleistungen oder ähnliches. Unser Gesetzgeber war so schlau, ich würde sagen wirklich schlau dazu, dass auf praktisch alle Rechtsakte auszudehnen, es gibt ein paar Ausnahmen, wo tatsächlich das Digitale nicht reicht, aber wir können uns merken, fast überall ist die digitale Identität der historischen Identität mit Ausweis und Gesicht und Unterschrift und so völlig gleichgestellt. Meiner Meinung nach ist es oft viel besser. Ich sage Ihnen ein Beispiel, wo ich es besonders cool finde, wenn Sie zum Beispiel irgendwo in einer Rechtssache zu einem Notar müssen,
weil die Hausverwaltung irgendwas ändern will in dem Haus, wo sie wohnen, Mehrparteienhaus, müssen nach historischer Sicht die Leute einzeln zum Notar gehen und dort einzeln unterschreiben. Ich finde das uncool. Ja? Heutzutage ist es möglich, ja, diesen Akt mit digitaler Zeichnung von zu Hause oder von wo immer, vom Ferienhaus, vom Urlaub, vom Handy, vom Auto zu machen. Ob das jetzt schon überall so umgesetzt wird, ist eine ganz andere Frage. Aber rechtlich ist es möglich und ich finde das sehr schön. Um diese digitale... Wir haben eine Frage. Ja, sehr schön. Wir haben eine Frage, habe ich gerade gehört. Wird eine digitale Unterschrift von Adobe Sign von den österreichischen Behörden anerkannt? Die Frage ist sehr viel komplexer, als sie klingt. Adobe Sign ist zwar ein international sehr anerkanntes System, kann also im Zivilrecht ohne weiteres anerkannt werden, weil das österreichische Zivilrecht ja eine Formfreiheit kennt. Das bedeutet, Sie können einen Vertrag auf jede Art abschließen. Im öffentlichen Recht, und darauf zielt die Frage ja auch ab, wird nur eine gesetzlich definierte Sache anerkannt und die Handysignatur ist eine solche. Adobe Sign ist also nicht geeignet für E-Government. Jetzt würde ich Ihnen gerne sagen, wo bekommen Sie eine Handysignatur und wie gehen Sie damit um? Sie brauchen, um etwas elektronisch signieren zu können, das bedeutet übrigens auch, sich irgendwo sicher einloggen zu können bei einem öffentlichen System, eine App. Es gibt mehrere solche Apps. Eine sehr schöne App ist die App Handysignatur. Die kann nur das. Die eignet sich nur für den Login oder das Unterfertigen von Schriftstücken. Noch schöner ist die App Digitales Amt. Die kann viel mehr. In dieser App sind auch bestimmte Behördengänge und Behördenmaßnahmen möglich, zum Beispiel das elektronische Ummelden. Ja, das haben meine Söhne in den letzten Jahren ganz gern genutzt, wenn sie von einer WG in die anderen gezogen sind. Die finden das blöd, auf ein Magistrat, auf ein Gemeindeamt oder sowas hinzugehen. Die wollen eine App und der Meldevorgang ist heutzutage voll elektronisch möglich. Sie müssen nur dazu einmal die Handysignatur bekommen und dann mit dieser App können Sie alle Behördengänge umsetzen, die dort schon angeboten werden. In manchen Fragen ist es notwendig, dass der Gesetzgeber dazu Gesetzesänderungen macht, weil nicht alle Gesetze die elektronischen Verfahren erlauben. Hier bei der Meldung ist es, wie gesagt, schon möglich. Wie kriegen Sie nun die digitale Signatur? Naja, Sie schauen einmal auf handysignatur.at nach. Und dort kann man sogar geografisch über die Landkarte schauen, wo ist die nächste Registrierungsstelle oder die sympathischste oder die angenehmsten Öffnungszeiten hat. Eine Möglichkeit sind die Standorte der Wirtschaftskammern. Es sind aber auch viele Bankfilialen oder Gemeindeämter, lustigerweise ganz anders, als man es erwartet. Also in kleinsten Gemeinden öfters ja. Kürzlich hat sich meine Schwiegermutter angemeldet in Baden bei Wien. Die ist übersiedelt von einem Bundesland in ein anderes. Hat meine Frau gesagt, machen wir gleich die Handysignatur. Dort ging es nicht in Baden bei Wien im Rathaus. Also man kann sich manchmal auch wundern. Bitte schön, die nächste Frage. Ja, wir haben zur Handysignatur und zum Thema Banken eine Frage. Müssen auch Unternehmen die Handysignatur als unterschrieben akzeptieren, zum Beispiel Banken? Sie haben ja gerade gesagt, die Banken machen die Handysignatur, aber akzeptieren sie sie auch? Die Banken sind meines Wissens frei, welche Verfahren sie anwenden zur Authentifizierung in ihren Online-Systemen, sofern das einer bestimmten EU-Richtlinie genügt. Da kommen wir etwas später dazu. Und im zivilrechtlichen Bereich, also Verträge und dergleichen, müssen Sie es dort anerkennen, wo es vom Gesetzgeber klar geregelt ist. Meines Wissens gibt es gerade im Bankenbereich zwei Ausnahmen, wo Sie es gar nicht akzeptieren dürfen.
Die sind nicht Alltagsgeschäfte, aber in bestimmten Geschäftsprozessen ist es nicht gleichgestellt der herkömmlichen Sache. Ja? So, also Sie besorgen sich, wenn Sie ein Handy besitzen, nach meinem Vorschlag einmal eine Handysignatur bei einer Registrierungsstelle Ihrer Wahl, ist übrigens kostenlos und aus meiner Sicht auf jeden Fall zu empfehlen. Mir sind auch keine Risiken bekannt geworden, nicht einmal als Gerücht, was gegen den Einsatz der Handysignatur sprechen könnte. Und schon ist die nächste Frage da. Kann man auf einer Rufnummer auch zwei Handysignaturen hinterlegen, einmal für die Firma und einmal privat? Diese Frage ist mir, ich kenne die Antwort darauf nicht. Allerdings meine ich, wenn eine Person für eine Firma zeichnungsberechtigt ist und dieselbe Person auch privat zeichnen möchte, handelt es sich ja um dieselbe Identität, nur in einem Fall mit einem Vertretungsmandat, dass die elektronischen Systeme erkennen alle, ob es mich mehrmals gibt als Privatperson, als Geschäftsführerin, als Prokuristin bei dieser und jener Firma. Das wissen die Systeme und ich muss dann nur mehr online auswählen, als welche, in welcher Rolle ich einsteige. Ja? Du? Jo. Jetzt kommt wieder was recht Langweiliges, nämlich die Zwei-Faktor-Authentisierung. Die Zwei-Faktor-Authentisierung ist das, was Sie alle bei Ihren Telebanking-Systemen schon kennen, weil seit 2018 ist es nach EU-Recht im Zahlungsverkehr verpflichtend. Das heißt, die Banken oder andere Zahlungsverkehrsdienstleister müssen den Zutritt zu ihren Systemen durch zwei dieser drei hier genannten Sachen sichern. Ja? Also zwei Faktor heißt, zwei dieser drei Sachen müssen angewandt werden für einen Login. Zum Beispiel sind das Besitz von einem Handy oder von einem Gerät. Viele von Ihnen wissen, dass eine bestimmte Bankengruppe nicht das Handy anbietet zum Login, sondern so ein kleines Kastel, das einen Code generiert. Ja, also Besitz. Zweitens Wissen, das kann eine Kontrollfrage sein, deren Antwort nur ich kenne, oder ein PIN oder ein langes Signaturpasswort. Und das dritte ist Inhärenz. Inhärenz sind biometrische Charakteristika wie Fingerabdruck, Gesichtsscan oder ähnliches. Im Moment sprechen wir jetzt nicht über Datenschutzaspekte. Sie werden sicherlich denken, darf das überhaupt sein? Soweit sind wir noch nicht. Jedenfalls die Zahlungsdienste-Richtlinie sagt, die sichere Führung von Geldgeschäften erfordert die Zwei-Faktor-Authentisierung, wo die Dienstleister, also die Banken, verpflichtend sind, zwei dieser drei Sicherungsgruppen anzuwenden. Ja, ist denn das überhaupt erlaubt? Ganz eine wichtige Frage. Wir sind jetzt alle durch das Thema Datenschutz und Datenschutzgrundverordnung sensibilisiert in dem Bereich. Ich täglich, weil ich bin für viele meiner Kunden auch Datenschutzbeauftragter. Nun, das Datenschutzrecht sagt, was durch Gesetze geregelt ist, ist im Regelfall datenschutzmäßig sauber. Ja, ich werde seit Jahren in Grundbuchvorträgen gefragt, ist denn das nicht datenschutzwidrig, dass da mein Name, meine Adresse, mein Vermögen, mein Geburtsdatum veröffentlicht wird? Die Antwort ist, das Grundbuch und viele anderen Register des Staates sind gesetzlich geregelt und das Datenschutzrecht sagt, was durch Gesetze geregelt ist, ist außerhalb des Datenschutzes, der Datenschutzgrundverordnung. Damit gibt es auch weiter ein Grundbuch, ein Firmenbuch, ein Gewerberegister, ein Melderegister und vieles anderes mehr. Und jetzt kommt ein großes Aber. Ich habe jahrelang in Vorträgen gesagt, benutzt dieses oder jenes Register, um auch wirtschaftlich damit zu arbeiten. Das war früher zulässig. Heute sagt die Datenschutzgrundverordnung,
Es gibt das sogenannte Zweckbindungsprinzip. Wenn Sie aus irgendeiner Datenbank einer Behörde Informationen gewinnen, darf es nur für diesen Zweck verwendet werden, wohl aber nicht für Werbung. Ja, also wenn Sie das Gewerberegister durchackern, dürfen Sie es zwar verwenden, um eine Unternehmerin oder einen Unternehmer zu finden, die anzuschreiben, um ein Angebot einzuholen oder um eine Rechnung korrekt auszustellen. Dafür ist es da, das Register, ähnlich auch im Grundbuch, im Firmenbuch und so weiter. Aber um 100.000 Datensätze rauszuziehen und denen dann Werbung zu schicken jede Woche, dafür ist es nicht da. Und das ist dann nicht mehr gedeckt durchs Zweckbindungsprinzip in der Datenschutzgrundverordnung. Wir brauchen jetzt, bevor wir in die interessanteren Sachen gehen, noch eine Sache, die heißt Unternehmensserviceportal. Unternehmensserviceportal ist, wenn Sie so wollen, eine Website des Bundes für Unternehmen, hier wird jetzt nicht gegendert, unter der Adresse mein.usp.gv.at. Und dort hat der Bund Services angebunden oder gebündelt, die für Unternehmen interessant, wichtig oder vielleicht sogar verpflichtend zu nutzen sind. Login, natürlich, Sie wissen schon, mit der Handysignatur. Es gibt auch andere Methoden reinzukommen. Ich finde andere Methoden nicht wahnsinnig günstig. Meine Empfehlung ist, gehen Sie in diese Services mit der Handysignatur hinein. Jo, wie schaut das aus? Wenn Sie ins USP oder in eine andere Applikation der öffentlichen Hand, etwa die SVS, ja, unsere neue Sozialversicherung, reingehen wollen, gibt es einen Punkt, da steht dann Anmeldung mit Handysignatur, die Sie zu dem Zeitpunkt schon haben müssen. Sie waren ja schon auf einer Registrierungsstelle, auf einem Gemeindeamt, auf einem Magistrat, auf einer Wirtschaftskammerdienststelle oder einer Bank. Und wenn Sie sich dann einloggen, funktioniert so, Sie geben Ihre Handynummer ein. Ich glaube, es ist egal, ob mit 0 vorne oder mit plus 43 vorne. Ich habe den Eindruck, dass beides bei mir funktioniert. Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass immer beides funktioniert. Und dann haben Sie ein Signaturpasswort, das haben Sie sich ausgemacht am Anfang mit der Registrierungsstelle. Und dann sagen Sie, reingehen. Jetzt glauben Sie vielleicht, Sie sind dann schon drinnen. Nein, dann gibt es noch eine Interaktion auf Ihr Handy. Ja, also es kommt dann vom USP eine Nachricht auf Ihr Handy. Entweder erlaubt Ihr Handy die Möglichkeit, mit einem biometrischen Merkmal das zu bestätigen. Zum Beispiel bei mir mit Fingerabdruck. Ich gehe gerne mit Biometrie hinein. Oder wenn Sie keine Biometrie wünschen, oder Ihr Handy das nicht erlaubt, dann kriegen Sie einen TAN als SMS und gehen in einem nächsten Schritt mit einem zusätzlichen TAN rein. Es klingt vielleicht am Anfang kompliziert. Grundsätzlich ist es so, dass IT-Sicherheit immer ein bisschen Komfortverlust ist. Ja? Meiner Meinung nach geht man nicht so oft in staatliche Systeme rein. Also meiner Meinung nach nicht 20 Mal am Tag. Vielleicht nur wenige Male im Monat typischerweise, sodass das wirklich wehtut. Also ich persönlich finde das sehr schön so und bin auch sehr zufrieden. Ja, unten sehen Sie eine zweite Möglichkeit. Es gibt auch die Möglichkeit, mit einer Kennung reinzugehen. Ehrlich gesagt, ich habe es noch nie probiert, weil ich das nicht besonders attraktiv finde. Hier sehen Sie vom Status Montag die Menüpunkte, die das Unternehmensserviceportal mir anbietet. Das mag in Zukunft personalisiert sein, dass jedes Unternehmen, jede Unternehmerin, jeder Unternehmer da andere Menüpunkte sieht. Wir werden einige davon im Detail besprechen. Wir werden sicherlich nicht alle in Ganzheit in Tiefe behandeln. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, dessen wegen Sie vielleicht heute hier dabei sind. Es geht um die elektronische Zustellung. Die elektronische Zustellung ist vereinfacht gesagt nicht viel anderes als ein E-Mail einer Behörde an Sie.
Allerdings, während E-Mail ein nicht sicheres Kommunikationsmedium ist und E-Mails verloren gehen können, nicht nur aufgrund von Spamfiltern, wie wir es alle kennen, sondern die können eigentlich auch am Transportweg verloren gehen, ist die elektronische Zustellung, die der Bund eingerichtet hat, ein Verfahren, wo gesetzlich definiert eine sichere Zustellung von der Behörde oder einer Kammer oder einer Sozialversicherung an Sie passiert. Und es ist nicht E-Mail, also Sie empfangen es nicht in Ihrem Mail-Programm, auf Ihrem Smartphone, auf Ihrem Tablet, auf Ihrem Laptop, auf Ihrem Stand-PC oder Ihrem Fernseher zu Hause. Nein, Sie empfangen das so wie ein Webmail. Ja, Sie müssen also mit Handysignatur reingehen auf das Unternehmensserviceportal und dort wie bei einem Webmail abholen. Keine große Sache, kennen die meisten von uns. Und jetzt erwarte ich eigentlich die Frage, wie weiß ich denn, dass ich was kriege? Naja, man weiß es dann, weil man eine Benachrichtigung kriegt. Ja, Sie kriegen, wenn Sie sich erst registriert haben, das müssen wir einmal tun. Bei der Erstregistrierung wird dann eine Kontaktmöglichkeit vereinbart, zum Beispiel Ihre E-Mail-Adresse. Und Sie kriegen dann auf Ihre E-Mail-Adresse eine Benachrichtigung. Da steht nur drinnen, da ist ein Zustellstück für Sie da, hol das bitte ab. Und dann gehen Sie bitte ins Unternehmensserviceportal rein und holen das Zustellstück. Was ist das Zustellstück? Ein PDF, wo dann eine Behörde entweder was will oder Sie kriegen eine Vorschreibung, weil Sie was zu zahlen haben oder eine Aufforderung, irgendwas zu tun, was halt Behörden so an uns richten. Ja, wie ist denn das überhaupt geregelt? Naja, der Gesetzgeber hat vor circa 3 Jahren ins E-Government-Paragraphen einen Paragraphen 1a hinzugefügt, der ist recht neu. Ich höre gerade eine Frage. Kann es passieren, dass die Benachrichtigung nicht ankommt, beziehungsweise habe ich auch die Frage, ob es eventuell auch verloren gehen kann, die Benachrichtigung? Was dann? Die Frage war, ob die Benachrichtigung der Behörde verloren gehen kann. Nun, die Benachrichtigung muss mehrmals gesendet werden. Dass ein E-Mail verloren gehen kann, ist klar. Ich nehme an, dass wenn es verloren geht am Transportweg, hat man recht gute Karten dann vom Verwaltungsgericht, wenn man einen Nachteil aus dem Verlust hat. Ja, wird man wahrscheinlich einen Sachverständigen brauchen oder die Richterinnen und Richter vertrauen einem so, keine Ahnung. Ja, aber die Nichtzustellung, also die Nichtbenachrichtigung wird wahrscheinlich gute Karten im Verwaltungsverfahren bringen. Aber gehen wir zurück zum Paragraphen 1a. Der Gesetzgeber hat es weise gefunden, die Formulierung als Recht einzuziehen. Also wir alle haben das Recht, elektronische Zustellstücke zu empfangen. Ja? Beachten Sie bitte aber den letzten Satz. Ausgenommen sind Angelegenheiten, die nicht geeignet sind, elektronisch besorgt zu werden. Das heißt so viel, dort, wo wir nicht können, können wir nicht. Wir haben also momentan nicht das Recht, wie viele glauben, dass jede BH, jedes Ministerium uns alles elektronisch schickt, sondern nur dort, wo sie es schon können und auch wollen. Und das ist im Moment erst im Wachstum. Ja, also ich kriege derzeit sicherlich noch die Hälfte meiner Behörden und behördenähnlichen Schriebe auf Papier. Was mich persönlich sehr ärgert, weil ich scanne das alles, weil ich eine elektronische Ablage habe und ich habe viel weniger Arbeit, wenn alles elektronisch reinkommt, dann ziehe ich nur das PDF für meine Ablage und bin zufrieden. Es kommt die nächste Frage. Ja. Kann man bei einem Einzelunternehmen auch eine Vertretung eingeben, dass nicht nur der Inhaber, sondern auch eine vertretungsbefugte Person die Zustellstücke abholen kann? Sehr gute Frage. Wir kommen dann zum sogenannten Vollmachtenserver. Der Vollmachtenserver besagt, dass jede Person, die in Österreich bürgerkartenfähig ist, das sind nicht nur Bürgerinnen und Bürger, sondern auch hier gemeldete Personen, jede Person, die hier im Melderegister aufscheint, kann eine elektronische Vollmacht
für jede andere Person erteilen. Wir werden dann später sehen, die Vollmachten, die meine Söhne mir elektronisch erteilt haben. Und ich werde auch dann erzählen, warum wir es familiär so gemacht haben. Jo, da sind wir jetzt am Punkt Teilnahme der elektronischen Zustellungen durch Unternehmer. Das Interessanteste hier ist meiner Meinung nach, dass das Unternehmen durch Geschäftsführung vertreten wird und dass die Übergangsfrist abgelaufen ist. Die Verpflichtung galt schon länger, aber mit 1. Jänner 2020 ist die Übergangsfrist abgelaufen und jetzt ist es für alle zumutbar und notwendig, da mitzumachen. Allerdings, es sind keine Strafen festgesetzt. Also wer nicht mitmacht, macht nicht mit. Ich persönlich empfehle, mitzumachen. Ja, außer man will politisch ein Zeichen setzen, eine Demonstration setzen. Ich habe aber noch nicht gehört, dass es da politische Bürgerrechtsgruppen gibt, die da dagegen auftreten wollen. Jo, wie gesagt, es gibt keine Sanktionen bei Nichterfüllung. Und schon ist die nächste Frage da. Wann beginnen die Fristen? Wann gilt die Zustellung als erfolgt? Die Fristen sind im Zustellgesetz geregelt. Da würde ich alle Damen und Herren, die sich dafür näher interessieren, bitten, ins Zustellgesetz reinzuschauen. Ich kenne sie nicht auswendig und die Zustellung ist erfolgt durch Deponierung im Unternehmensserviceportal im Punkt Mein Postkorb. Wie erwähnt, haben wir keinen konkreten Rechtsanspruch, dass die BH, ich weiß es nicht mehr, wie die BHs heute heißen, in der Steiermark nach Zusammenlegen, die BH Lietzen, die gibt es noch, mir ein Gewerbeverfahren elektronisch zustellen. Es ist kein konkreter Anspruch. Ja? Das ist, finde ich, ein bisschen schmerzlich. Was viele von Ihnen mehr schmerzen wird, ist, es ist keine Schnittstelle zu Branchensoftware. Ja? Es gibt andere elektronische Systeme des Bundes, zum Beispiel Finanz Online, wo es Schnittstellen in Programme gibt, die Unternehmer oder die Steuerberater haben. Beim elektronischen Zustellen gibt es solche Schnittstellen noch nicht. Ich erwarte und hoffe, dass sowas einmal kommt und dass man dann in einer Oberfläche möglichst viel verändern kann. Wie erwähnt, Sie müssen sich alle im Unternehmensserviceportal im Punkt Mein Postkorb einmal erst registrieren und sagen, hallo, da bin ich, und zwar für jede Ihrer Identität. Nein, nur als natürliche Person. Entschuldige, ich habe einen Blödsinn gesagt. Nur als natürliche Person müssen Sie sich registrieren, aber jedes Unternehmen muss durch mindestens eine natürliche Person repräsentiert sein. So, Ablauf des Versandes. Die Behörde schickt irgendwas aus. Es landet im Unternehmensserviceportal. Das Unternehmensserviceportal informiert dann die Bürgerin respektive das Unternehmen. Und wir schauen dann, deswegen gibt es da einen Rückpfeil im Unternehmensserviceportal nach. Und Ihnen fällt gleich auf, zwischen Behörde und Unternehmensserviceportal ist nur ein Pfeil, was so viel heißt, dass wir noch nicht das Recht haben, uns elektronisch an Behörden zu wenden. Das wird zwar vereinzelt gemacht, aber es wurde noch nicht als Recht formuliert. Das wird wohl auch einmal kommen. Etwa im Bereich der Justiz gibt es das schon. Ja, auch als eigene, mit einer eigenen rechtlichen Grundlage zwischen Unternehmern und Justiz, Rechtsanwälten, Justiz, Notaren, Justiz und so weiter. Im Rest der öffentlichen Verwaltung gibt es das noch nicht. Ja, wie schaut das aus? Das ist ein Mail, das ich mit meinem Mailprogramm irgendwann im Sommer bekommen habe. Leider war ich nicht intelligent genug, das in einer größeren Darstellung zu machen. Vielleicht können Sie es besser lesen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was es war. Jedenfalls ist das eine Info mit dem Hinweis, dass ich mir im Unternehmensserviceportal etwas abholen kann. Jetzt bin ich im Unternehmensserviceportal drinnen. Wir haben uns ja vorher schon mit der Handysignatur eingeloggt.
Da habe ich zwei Zustellstücke drinnen. Das eine ist, ich habe von der MA 67, das ist in Wien die Parkraumbehörde, ein Zustellstück bekommen. Da war wieder einmal etwas drinnen wegen Falschparken. Keine Bundesbehörde, macht aber trotzdem mit. Und das zweite ist die Wirtschaftskammer, die mir es geschickt hat, auch keine Bundesbehörde, macht aber auch mit. Also wenn die Wirtschaftskammern formellere Sachen schreiben, also nicht Einladung zu einer Veranstaltung, zu diesem Webinar hier, sondern zum Beispiel die Grundumlagenvorschreibung, kommt über diesen Weg. Ja, und was macht, passiert da, wenn ich eine Sache aufmache, einfach wie bei einem Webmail anklicke? Naja, es kommt das Gleiche, wie wir es in einer Mail ungefähr kennen, und unten ist ein PDF drinnen. Also sehr, sehr ähnlich zu einer Mail, erfordert keine Einschulungen, einfach fasslich. Jo, jetzt kommen wir ein bisschen in die Richtung eines Rückkanals. Ist auch im Unternehmensserviceportal-Umfeld zu sehen. Sie wissen ja aus den letzten Jahren, dass elektronische Rechnungen immer mehr und gerne angewandt werden. Es gibt da in Österreich auch sehr vernünftige gesetzliche Regelungen, wo im Wesen ein PDF genügt. Und ich komme schon in die nächste Frage. Müssen Schriftstücke, die über das USB zugestellt werden, zum Beispiel die Grundumlagenvorschreibung, zusätzlich in Papierform in der Buchhaltung auch aufbewahrt werden? Und wenn einmal etwas als erledigt oder gelöscht markiert ist, kann es dann in einem Archiv erneut aufgerufen werden? Also meiner Meinung nach gilt hier die Regelung der Bundesabgabenordnung, dass alles 7 Jahre aufzuheben ist. Ja, alles, was sich aufs Abgabenrecht auswirkt, ist 7 Jahre aufzuheben. Daher auch die Grundumlage, wie jede Rechnung, die jede Unternehmerin und jeder Unternehmer als Eingangsrechnung erhält oder ihre Ausgangsrechnungen oder die für die Steuerprüfung erforderlichen Unterlagen. Ich sehe hier keine Abweichung bei der Zustellung. Ja? Also alles, was sich aufs Finanzielle auswirkt, 7 Jahre aufheben, so es keine anderen Rechtsvorschriften dazu gibt. Und gibt es im System ein Archiv? Es gibt im System ein Archiv. Ich kenne die Aufbewahrungsfristen dort nicht. Ich würde sehr empfehlen, das da rauszuholen und in mein Ablagesystem zu übernehmen. Ja? Jetzt waren wir aber gerade am Gegenkanal. Während wir als Unternehmerinnen und Unternehmer Rechnungen zum Beispiel als PDF untereinander versenden können und empfangen können und an Bürgerinnen und Bürgerinnen, sagt der Bund nicht, mit uns nicht. Seit einigen Jahren ist geregelt, dass der Bund keine Papierrechnungen mehr akzeptiert, keine PDF-Rechnungen mehr akzeptiert, sondern nur mehr über ein bestimmtes Datenformat, das über das Unternehmensserviceportal hochzuladen ist, Rechnungen akzeptiert. Ich selber habe damals mit meiner Firma einige kleine Kundenverhältnisse mit dem Bund gelöst, weil mir das zu viel Arbeit war. Für Bagatellrechnungen habe ich mir das nicht angetan. Ich hatte damals eine Firma mit etwa 11.000 Kunden mit einem durchgehenden Rechnungslegungsprozess und da wollte ich nicht für 2 Mickey Mouse Bundesdienststellen mit Mini-Rechnungen mir das antun. Ja? Sie werden das entscheiden für sich, wie Sie es selber bewerten. Sie müssen nur wissen, der Bund akzeptiert nur mehr dieses System im Unternehmensserviceportal, wo Sie die Rechnung extra in einem neuen Format generieren müssen. Jo, die Signaturprüfung. Die Signaturprüfung habe ich am Anfang erwähnt. Es geht hier darum, dass Sie bei einem PDF, das elektronisch signiert ist, Beispiel Grundbuchauszug, Beispiel Vertrag oder ähnliches, kontrollieren können, ob das Siegel aufrecht ist. Also ich kann dabei kontrollieren. Also angenommen,
mein Vertragspartner, meine Vertragspartnerin, die Frau Meier, schickt mir ein Dokument mit elektronischer Zeichnung. Ich kann dann kontrollieren über die hier genannten Links. Kommt es wirklich von der Frau Meier? Hat wirklich die Frau Meier dieses Dokument signiert? Und ist das Dokument auch nicht manipuliert worden nach dem Unterschreiben? Zwei gelegentlich sehr wichtige Informationen. Und es gibt da zwei verschiedene Schienen dazu. Eines für amtssignierte Dokumente, also wo etwa der Bund einen Grundbuchauszug oder ähnliches signiert hat oder ein Schrieb eines Gerichtes amtssigniert ist. Und das zweite sind zivilrechtlich signierte Dokumente, also wenn meine Kundin etwas signiert hat und mir geschickt hat. Ja? Verschiedene Verfahren, verschiedene Websites. Und ich habe dazu, wenn ich meinen Mauszeiger finde, ich sehe ihn aber nicht, da ist er, ein Beispiel vorbereitet mit einer eigenen Seite. Ich habe hier einen ZMR-Auszug, also einen Auszug aus dem Melderegister. Hoffe, dass der kommt. Ich sehe da eine Fehlermeldung. Ich hoffe, ich kann die wegklicken. Und da ist ein ZMR-Auszug. Und hier am Ende ist ein Block, der mir sagt, dass das Innenministerium diesen ZMR-Auszug, also diesen Auszug aus dem Melderegister, amtssigniert hat. Wenn ich das nun sehe, kann ich dieses PDF hochladen bei den genannten Seiten und dann kriege ich eine Mitteilung, Siegel sauber, Siegel nicht sauber, Aussteller der und der. Weil grundsätzlich so ein Bild kann jeder auf eine Seite rauffummeln, aber mit dieser Kontrollmöglichkeit können wir die Authentizität dieser Sache eindeutig und gesetzlich verbindlich klären. Was wir hier sehen, ist übrigens einen Hauptwohnsitz einer meiner Söhne in Wien. Ja, den Namen habe ich aus Datenschutzgründen entfernt. Sonst hätte ich meinen Sohn nämlich fragen müssen. Wenn ich den Namen entferne, ist es nicht mehr unmittelbar personenbezogen. So, wir gehen wieder zurück. Ich möchte noch sagen, ganz am Schluss, die Firma Atrast im dritten Link, das ist so ein offiziöses Unternehmen unter Beteiligung des Staates, einiger Kammern und zeitweise auch einiger Banken, die einfach im offiziösen Interesse IT-Sicherheit und IT-Rechtssicherheit verfolgen. Das Vollmachten-Service. Wir hatten ja dazu schon eine Frage. Also es geht darum, dass eine in Österreich bürgerkartenfähige Person einer anderen bürgerkartenfähigen Person eine Vollmacht erteilt. Hier sehen Sie, welche Vollmachten ich, Dieter Hans Erwin Zubeck, von Dritten habe, nämlich von meinen beiden Söhnen mit Familiennamen Koch habe ich Vollmachten erhalten und von meiner GmbH, wobei das Mittlere automatisch passiert ist durch Eintragung im Firmenbuch. Wer im Firmenbuch etwa als Geschäftsführerin, Geschäftsführer eingetragen ist, hat die Vollmacht des elektronischen Zeichnens automatisch. Bei anderen Verhältnissen, also bei nicht automatischen, sondern zusätzlich gewünschten Vollmachten, geht man in diesen Vollmachten-Server rein und tut das. Auch keine Hexerei. Und jetzt verrate ich Ihnen noch, warum ich es bei meinen Söhnen gemacht habe. Wie sie volljährig waren, mussten sie Rechnungen von Wahlärzten bei der Krankenkasse selbst einreichen. Und weil sie da mit 18 ein Vierteljahren noch nicht so wahnsinnig viel Lust auf die zuverlässige Einreichung von Rechnungen hatten, haben meine Frau und ich das anfangs übernommen. Und das schien unsinnvoll. Ja? Oder hat auch weniger familiäre Diskussionen erzeugt. Wie hast du schon gemacht? Mach das endlich. Warum hast du noch nicht? Ja? Das kann man sich auch anders sehen.
das Verhältnis von Eltern und Kindern. Auch für zum Beispiel Seniorinnen und Senioren ist das vielleicht eine sinnvolle Sache. Meine Schwiegermutter, die ich vorhin erwähnt habe, ist 85, kann zwar am Computer auch einiges, aber komplexere Sachen wird wahrscheinlich meine Frau als Juristin für sie im Wege des Vollmachten-Service machen. So, da wollte ich jetzt nicht hin. Jo, wir sind jetzt langsam in einer Gruppe, wo ich Ihnen andere E-Government-Services des Staates empfehlen möchte. Manche sind für Sie gar nicht nützlich, manche nur für bestimmte Branchen, manchmal generell. Das da ist ein sehr altes System, es datiert bis in die frühen 90er zurück, das Rechtsinformationssystem des Bundes. Und da finden Sie vereinfacht alle neuen Gesetze und Verordnungen seit einem bestimmten Stichtag. Aber es gibt da auch Links auf Server mit historischen Gesetzen, hunderte Jahre zurück teilweise, was dann meistens nur mehr historischen Interesse genügt, gelegentlich aber auch noch rechtliche Bedeutung hat. Das Ganze darf für Unternehmerinnen und Unternehmer und Bürgerinnen und Bürger nicht überschätzt werden. Das Studium von Gesetzen ist für Nicht-Juristinnen und Juristen oft eine riskante Sache, weil man ohne Hintergrundwissen manchmal Schlüsse zieht, die komplex sind. Also ich werde Ihnen sicherlich nicht empfehlen, in der nächsten Rechtsfrage, die Sie haben, im RIS selber zu recherchieren. Sie selber wissen, was die beste Methode für Sie ist. Ein anderes Service, was Sie alle kennen, ist Finanz Online. Wir haben eine Frage. Wir haben noch eine Frage zur Stellvertretung. Die Frage lautet, bekomme ich auch für den Bevollmächtigten die Benachrichtigung oder ausschließlich? Bekommt dann der... Die Frage hat gelautet, ob auch Bevollmächtigte Benachrichtigungen bekommen. Benachrichtigung auch bekommen oder nur ausschließlich der Bevollmächtigte dann? Gute Frage, kann ich nicht beantworten. Tut mir leid. Hervorragende Frage. Ist noch nie gekommen. Ich habe diesen Vortrag jetzt schon ein paar Male gehalten. Normalerweise kenne ich die Fragen. Ja. Leider. Ich kann nicht einmal sagen, wo Sie sich erkundigen können, weil der Bund hat keine Stelle eingerichtet, wo man solche Sachen gut fragen kann. Ja, man könnte bei HelpGVAT oder Digitales Österreich, wie es heute heißt, versuchen, die Fragen beim Support über E-Mail einzuwerfen, in der Hoffnung, dass man Antworten kriegt. Ja, Finanz Online kennen Sie alle, ein gesetzlich verbindliches System für Unternehmerinnen und Unternehmer. Allerdings gibt es da noch winzige Ausnahmeregeln. Also wer nicht vorsteuerabzugsberechtigt ist, muss es nicht verwenden. Und ich glaube, dort, wo kein Internetanschluss technisch möglich ist, auch nicht. Also ist immer der berühmte Hüttenwirt auf 3248 Meter ohne Handyempfang. Der muss auch nicht. Mehrfach erwähnt, das Grundbuch, ein äußerst altes staatliches E-Government-System, geht Jahrzehnte zurück. Sie kennen alle, was das kann. Als einer der wenigen Services wird es nicht direkt über Bundesserver angeboten, sondern über Abfragedienstleistungsunternehmen. Ich habe Ihnen einige hier angeführt. Ich selbst hatte auch jahrzehntelang ein solches Dienstleistungsunternehmen. Wahrscheinlich waren Sie, wenn Sie das Grundbuch online nützen, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Kundin und Kundin von mir. Vielleicht kennen auch daher einige von Ihren Männern Namen. Jo. Und da gehen wir gleich auf die nächste Folie. Und was haben wir drinnen? Klassische Grundbuchauszüge, Suchmöglichkeiten, damit wir über ein paar Kriterien das finden, was wir wollen. Und, das wird oft vergessen, wir kriegen Urkunden in der sogenannten Urkundensammlung im Scan, nämlich Kaufverträge, die für viele, viele
Menschen, die mit Werten von Immobilien zu tun haben, sehr, sehr interessant sind, wo man etwa gut sehen kann, welchen Wert eine bestimmte Liegenschaft hatte. Ich komme wieder mal zu meiner Schwiegermutter zurück. Es ging darum, an ihrem alten Wohnort die Immobilie zu verkaufen in einem Eigentumswohnungshaus. Naja, ich habe mir die letzten paar Kaufverträge angeschaut, haben den Quadratmeterwert ausgerechnet und konnte auf 2% vorher schätzen, um wie viel man es loskriegt. Also es ist ganz gut in der Urkundensammlung eine eigene Abschätzung zu treffen, wenn Sie eine Immobilie verkaufen wollen. Ja, das Grundbuch kostet was nach Nutzung, dafür gibt es Abfragedienstleister und das Ganze ist im Gerichtsgebührengesetz festgelegt und eigentlich seit Jahrzehnten ein eingespieltes, gutes System. Ich habe da ein Beispiel hergerichtet, das ist ein Objekt hier in Graz, in dem unter anderem die Wirtschaftskammer Steiermark ihren Sitz hat. Ich habe da über diesen Link der Firma Manz abgefragt, ganz einfach über den Namen der Gemeinde und die Adresse. Und dann habe ich mir ein PDF runtergeladen, das so ausschaut. Ich glaube, viele von Ihnen kennen das. Und hier ist die Amtssignatur nicht ersichtlich. Warum die Justiz das nicht optisch anbringt, weiß ich nicht. Aber durch Hochladen des PDFs auf die genannten Kontrollserver wird dann festgestellt, dass in der Datei ein Schlüssel drinnen ist, also in der Ausprägung nicht optisch sichtbare Amtssignatur. Wir gehen jetzt, glaube ich, nicht ins Detail rein. Wir sehen aber hier, um eine kurze Kontrolle zu machen, im sogenannten B-Blatt, Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Steiermark in der Körblergasse, hat im Jahr 1950 einen Kaufvertrag abgeschlossen. Und da, das ist also die Rechtsgrundlage, warum die Wirtschaftskammer Steiermark hier ein Entel, also 100% dieser Liegenschaft besitzt. Bei neueren Liegenschaften, und zwar bei, oder anders, bei Liegenschaften, wo sich nach dem Jahr 2006 was getan hat, also in den letzten 14 Jahren, kann man dann direkt über diese Zahl, die da immer steht, die sogenannte Tagebuchzahl, also eine mehrstellige Zahl, ein Schrägstrich und ein Jahr, kann man dann über diese Zahl direkt in die Urkundensammlung reinschauen, wie gesagt, nur bei denen ab 2006, und sieht dann zum Beispiel Kaufverträge, Schenkungsverträge, Hypothekarverträge, Einantwortungsbescheide nach Erbschaft, also die Rechtsgrundlage für grundbuchrelevante Maßnahmen. Das, die nächste Frage. Zu den Kosten. Die waren früher bei den Grundbuchanfragen anscheinend am Auszug angeführt. Und jetzt ist die Frage, wo jetzt die Kosten ersichtlich sind. Mhm. Die Kosten werden meines Wissens deswegen nicht mehr angedruckt, weil sie explizit im Gerichtsgebührengesetz stehen. Früher waren die Kosten variabel, je nach Anzahl der Zeilen. Deswegen hat die Justiz gesagt, wir drucken es an. Und jetzt sagen sie, es ist ausreichend kundgemacht im Gerichtsgebührengesetz und die Verrechnungsdienstleister haben das sowieso auf ihren Preislisten drauf. Ja. Aber ich finde auch, dass es ein bisschen ein Komfortverlust ist. Ja, Firmenbuch, eigentlich das Gleiche wie das Grundbuch, ein staatliches Register durch Gesetz begründet, über Abfragedienstleister zugänglich und daher gegen Gebühr abzufragen. Und was haben wir drinnen? Auszüge. Wir haben Urkunden und die in der Urkundensammlung. Und dann haben wir auch Bilanzen, was für viele Menschen interessant ist. Bilanzen nicht für alle Rechtsformen, sondern nur für die GmbHs und die AGs. Nichtsdestoweniger eine sehr interessante Sache. Und ich glaube, ich habe da wieder ein Beispiel hergerichtet. Ich mache diesen Vortrag in mehreren Bundesländern. Ich suche mir dann immer eine sehr interessante regionale Persönlichkeit und schaue, was ich über die finde.
Diese Persönlichkeit ist ein bekannter steirischer Unternehmer. Er heißt Leitner, ist in einem Unternehmen namens Andritz maßgeblich verankert. Und wenn man nach seinem Namen sucht, kriegt man eine lange Liste, in welchen Unternehmen dieser Herr eine Rolle hat oder hatte. Und wenn man dann dort draufklickt, sieht man den Firmenbuchauszug. Weil ich das immer gerne gendermäßig ausgewogen mache, habe ich noch hier eine steirische Dame, eine Hotelier in der Oststeiermark, in einem Seminarhotel, wo ich schon öfter war. Und auch die ist mit mehreren Firmen hier ersichtlich. Und auch hier könnten wir, wenn wir wollten, auf die einzelnen Links draufklicken und dann schauen, wie schaut es in der Firma aus, wer hat welche Anteile, wer ist zeichnungsberechtigt und so weiter. Ich hätte hier noch ein Beispiel von einer Wiener Liegenschaft. Und zwar habe ich mir hier beim neuen Gebäude der Wirtschaftskammer Wien den Kaufvertrag geladen und da sehen Sie ein vielseitiges Dokument, wo aus dem halt hervorgeht, wie die Wirtschaftskammer Wien rechtlich mit welchen Nebenvereinbarungen an die Liegenschaft gelangt ist. Wir lesen es uns jetzt sicherlich nicht durch, aber hier haben wir halt ein Beispiel für einen Vertrag. Und jetzt glaube ich, dass ich hier mich verklickt habe. Und jetzt muss ich hier noch versuchen, mich zu reparieren. Exekutionsdaten. Exekutionsdaten sind ein System der Justiz. Exekution ist ein Begriff, den wir hier im österreichischen Recht ganz anders als im Deutschen besetzt haben. Es geht darum, dass ein Organ eines Gerichtes jemanden, der Geld schuldet, etwas konfisziert, was wem anderen gebührt. Ja, also angenommen, ein Kunde von Ihnen schuldet Ihnen was, dann machen Sie zum Beispiel erst eine sogenannte Mahnklage. Wenn das Gericht erkennt, dass die Forderung zu Recht besteht, können Sie einen Exekutionsantrag stellen und dann kann zum Beispiel dort was beschlagnahmt werden beim Schuldner, entweder eine Sache oder ein Recht, zum Beispiel ein Gehaltsrecht teilweise. Ja? Das kann sehr, sehr nützlich sein, wenn Sie die Exekutionen führen müssen, ist aber für Sie nicht nutzbar. Ich sage es Ihnen nur trotzdem, um mit Ihren Anwältinnen und Anwälten einmal drüber zu sprechen. Und es kostet auch eine Kleinigkeit. Ein Beispiel habe ich vorbereitet. Allerdings musste ich sehr viel schwärzen. Es ist eine sehr schiere Datei. Das ist einfach irgendeine Computerliste, die nicht optisch mit Grafikerinnen und Grafikern aufbereitet ist. Aber da steht viel drinnen über schwarze Schafe. Ja? Warum ist es interessant? Naja, wenn gegen eine Person schon 27 Exekutionen laufen, könnte es sein, dass wir uns die Kosten einer weiteren Exekution sparen, sondern sagen, die Forderung von 339 Euro schreibe ich lieber ab, weil dort wird eh nicht was zu holen sein. Ja? Also, so, Akteneinsicht. Akteneinsicht ist ein relativ wenig bekanntes Tool der Justiz. Und was kriegen wir? Wir kriegen natürlich nicht die Einsicht in Prozessakten, wie wir sie alle im Fernsehen sehen jeden Tag, sondern in eigene Gerichtsakten. Warum? Naja, vielleicht sind Sie in der berühmten im berühmten Ferienhaus an der Almhütte und wollen was nachschauen, ohne dass Sie kiloweise Akten mit sich geführt haben. Sie können bestimmte Sachen online einsehen, unter bestimmten Umständen. Da wahrscheinlich werden Sie Gerichtsverfahren eher mit Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten führen und die sagen Ihnen das, wie Sie das machen können. Es ist nicht ganz unkomplex, aber machbar. So, vielleicht, wenn ich die Maus wieder mal sehe.
Da habe ich hier einen Gerichtsakt, der auch nicht besonders schön ausschaut. Und jetzt habe ich mich völlig verirrt, wo ich hier bin. Ein bisschen Geduld. Jetzt habe ich die Maus wieder. Da habe ich also eine Akteneinsicht, da sieht man, wer die Parteien sind und was die Justiz da so in dieser Sache getan hat. Ja. Nicht besonders spannend und auch ist ein Fake, hergerichtet vom Bundesrechenzentrum ohne Echtdaten. Hier haben wir den sogenannten elektronischen Rechtsverkehr mit den Gerichten. Ein sehr, sehr nützliches Tool, wo Sie, wenn Sie viel Kommunikation mit Gerichten haben, und es gibt solche Unternehmerinnen und Unternehmer, die oft klagen müssen, weil viele Kunden nicht zahlen, da können Sie online mit der Justiz arbeiten, auch dort, wo keine Anwaltspflicht existiert, direkt, also Ihre eigenen Juristinnen und Juristen direkt mit der Justiz online. Ich war mit meinem früheren Unternehmen auch da hier ein Dienstleister der Justiz dafür. Für einige ist es verpflichtend, zum Beispiel diejenigen von Ihnen, die allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige sind, die müssen elektronisch mit der Justiz kommunizieren. Dann die Damen und Herren, die Insolvenzverwalterinnen und Insolvenzverwalter sind. Das sind im Regelfall keine Unternehmerinnen und Unternehmer, sondern sind im Regelfall Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Aber die sind es halt. Ansonsten empfehle ich das wirklich nur dann zu nutzen, wenn Sie sehr oft mit der Justiz kommunizieren. Also ich meine, einmal im Monat ist zu wenig, dass sich's auszahlt. Aber wenn Sie vielleicht einmal in der Woche oder öfter mit der Justiz was tun müssen, empfehle ich Ihnen die elektronische Schiene zu wählen. Ja, die Ediktsdatei. Die Ediktsdatei ist eine äußerst umfangreiche, äußerst heterogene Datenbasis der Justiz, wo die Justiz bestimmte Bekanntgaben trifft. Und ich sage Ihnen ganz offen, das meiste ist völlig unnötig. Das meiste ist absolut unnötig und Sie sollten da nicht einmal die Zeit nutzen, um sich das anzuschauen. Aber es gibt Gruppen von Informationen, die ich Ihnen hier kenntlich gemacht habe, die recht nützlich sind. Das untere, linke Seite Mitte, sind die gerichtlichen Versteigerungen. Die gerichtlichen Versteigerungen können Sie dann interessieren, wenn Sie etwa im Immobilienbereich wirtschaftlich tätig sind oder wenn Sie gerne privat eine Immobilie kaufen wollen. Sie sehen dort nicht nur drinnen, wann eine Immobilie versteigert wird und wo und wie die ausschaut. Nein, der wahre Schatz ist das Gutachten eines allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen für Immobilienwesens. Und da kriegen Sie für jede der zu versteigernden Liegenschaften ein äußerst umfangreiches Konvolut, wo drinnen steht Wert, Risiken, Nahversorger, Verkehr, Umwelt, Belastung, alles, alles, alles. Jetzt können Sie sagen, naja, aber die Immobilie will ich gar nicht. Macht nichts. Wenn Sie in der gleichen Siedlung, im gleichen Ort einer Gemeinde sich für eine Immobilie interessieren, das meiste trifft auch so zu. Die Umweltbelastung ist 100 Meter danach vielleicht die gleiche. Die Lärmbelastung, die Situation mit Schulen, Nahversorgern, öffentlichen Verkehrsmitteln, steht alles drinnen. Sie ersparen sich ganz, ganz viel Eigenrecherche, wenn Sie auf dieses, ich sage jetzt einmal, Geschenk des Staates setzen, sich über Immobilien hier informieren zu lassen. Aus diesem Grund ist es auch das zweitnachgefragteste Tool auf dieser Seite. Ich habe mich bei einer Freundin im Bundesrechenzentrum erkundigt, die beiden markierten Sachen sind die nachgefragtesten. Links oben finden Sie das Wichtigste. Die Insolvenzdatei. In der Insolvenzdatei finden Sie alle Personen und Unternehmerinnen und Unternehmer und Unternehmern, gegen die ein Insolvenzverfahren läuft.
Und das ist deswegen schlau reinzuschauen. Einerseits, weil sie wahrscheinlich nicht eine erhebliche Dienstleistung an jemanden erbringen wollen, der es nicht zahlen kann. Und zweitens hat der oberste Gerichtshof schon vor Jahrzehnten gesagt, dass Unternehmerinnen und Unternehmer selber fahrlässig handeln, wenn sie da nicht reingeschaut haben und es einen Folgeschaden gibt. Ja? Also wir sind selber angehalten, vor maßgeblichen Geschäftsabschlüssen zu recherchieren, ob die Gegenseite, der Partner, der präsumptive Partner zahlungsfähig ist, und eine der Informationen, die absolute Zahlungsunfähigkeit, finden Sie hier drinnen. Wir könnten nochmal versuchen, da online reinzuschauen. Hat aber den Nachteil, dass das für mich zu klein ist. Wir probieren einfach einen Menüpunkt. Ja, ich habe jetzt einmal nur relativ wild hingeklickt und Sie sehen relativ aktuelle Insolvenzfälle mit Link hinterlegt, wo Sie ein bisschen Informationen finden. Die Informationen sind aber nicht besonders nützlich. Da steht dann drinnen, an welchem Gericht die nächste Tagsatzung ist und welcher Anwalt das vertritt. Ist uns eigentlich egal. Uns interessiert hauptsächlich, wer ist in einem Insolvenzverfahren, mit wem, bei wem sollte ich mir überlegen, ob ich da eine Leistung erbringe oder gar etwas verkaufe. Ja? So, wir versuchen da wieder zurückzukommen. Die Sachverständigen- und Dolmetscherliste werden wir sehr selten brauchen. Da schauen wir vielleicht dann rein, wenn wir selber Sachverständige oder Dolmetscherin sind und schauen, ob unsere Daten korrekt sind oder wenn wir es jemandem empfehlen wollen, unsere Leistungen. Interessanterweise, ich selber war bis zum 31.12.19 drinnen. Ich habe lustigerweise vor ein paar Wochen einen Gutachtensauftrag bekommen. Ich bin aber nirgends sonst publiziert als dort. Ich habe dann auch nicht gefragt, wo er mich her hat. Der Interessent, kann sein, dass er sich vor einem Jahr schon ausgedruckt hat oder sowas. Also grundsätzlich werden die Leute sehr schnell gestrichen, wenn sie nicht mehr verlängern. Die Mediatorenliste können Sie dann verwenden, wenn Sie einen Streitfall durch Mediation angehen wollen, was oft etwas gescheiter ist als eine gerichtliche Streiterei. Ich sage es auch deswegen ganz gern, weil meine Frau Mediatorin ist und somit auch ein bisschen Werbung in Sachen der eigenen Familie wieder möglich war. Dieses Register ist meiner Meinung nach ganz unnötig. Da steht drinnen, wer Lobbyist ist, weil das Gesetz da sehr, sagen wir mal, auf Wunsch einiger dominanter Gruppen Regelungen getroffen hat, sodass die meisten Personen gar nicht hier genannt werden. Ich zeige es Ihnen nur als Kuriosität. Weil der Herr rechts, der vor einigen Jahren noch unser Bundeskanzler war, der war bis vor wenigen Wochen auf Platz 1 in der Mediatorenliste. Der hat sich einen Firmennamen so gewählt, dass er ganz oben steht. Jetzt, wie ich es für die aufgefrischt habe, hier für die Veranstaltung hier in Graz, ist er jetzt nur mehr auf Platz 2. Und wir leiden alle mit ihm. So. Das GISA ist ein System, was ich sehr, sehr, sehr empfehlen kann. Es handelt sich darum, um eine Datenbank des Staates, wo alle Gewerbescheine drinnen sind. Eine kostenlose Datenbank. Und warum will ich das wissen? Es könnte sein, dass ich hafte, wenn ich ein Unternehmen irgendwo beauftrage, das nicht die notwendige Qualifikation hat für eine Sache
und da passiert ein Schaden, zum Beispiel bei einem Subunternehmer. Daher rate ich bei vielen Sachen sehr, ins Gießer zu schauen, wenn Sie Subunternehmerschaften machen. Die Daten sind zwar gespiegelt ins Firmen A bis Z der WKO, aber werden anders gefiltert. Sie kriegen in Gießer auch die ruhenden Gewerbeberechtigungen, nicht aber bei der WKO. Die ruhenden braucht zwar eh keiner, aber es ist halt nicht mehr das Gleiche. Also authentisch ist lediglich das staatliche System. Das WKO-System ist daher dafür ein bisschen einfacher zu nutzen und eleganter. Mal schauen, ob ich da auch ein Beispiel hergerichtet habe. Na, da habe ich nur die Online-Abfrage mir hergerichtet. Ja, das mache ich nicht. Wir sind schon recht in der Zeit fortgeschritten. Das mache ich jetzt nicht. Da muss ich mich wieder spielen, dass ich zurückkomme. Aber da zeige ich Ihnen bei der Gelegenheit gleich, so schaut die Trefferliste aus. Wenn ich nach einer Person suche, die mich interessiert, ich kann nach natürlichen Personen suchen und nach Firmennamen und kriege dann für jede Gewerbeberechtigung einen einzelnen Eintrag. So, und jetzt will ich versuchen, hier weiterzumachen. Ich kann jetzt nicht sagen, ob Sie den richtigen Bildschirm sehen. Da brauche ich jetzt noch ein bisschen Unterstützung. Ja, wir sind wieder im richtigen. Und nach dem Gießer gehen wir ins ZMR. Das ZMR ist das zentrale Melderegister. Da finden wir grundsätzlich alle in Österreich gemeldeten natürlichen Personen drinnen. Das heißt nicht nur österreichische Staatsbürger, sondern alle, die ihre gesetzliche Meldepflicht erledigen. Aber mit bestimmten Ausnahmen. Manche Personen können sich sperren oder sind automatisch gesperrt. Also Haftinsassen sind automatisch gesperrt. Jetzt werden Sie vielleicht fragen, warum sage ich das? Naja, manchmal werden Sie eine Geldforderung haben gegen eine Person, der Sie einen Brief zustellen wollen. Zustelldaten entnehmen Sie sehr gut dem ZMR. Das ist auch einer der Gründe, warum man eine Berechtigung bekommt. Diese Datenbank ist nämlich nur gegen vorherige Registrierung und Begründung zugänglich. Die gescheiterste Begründung ist, weil ich Rechnungszustellungen machen will, funktioniert aber nicht bei Haftinsassen. Da können Sie einfach keine zustellfähige Adresse rausfinden. Das besprechen Sie bitte mit Ihrer Anwaltskanzlei. Weiter sind gesperrt Promis auf Antrag oder gefährdete Personen auf Antrag. Also es kann ja sein, dass eine Person eine Gefahrenwahrscheinlichkeit bei sich sieht und wenn sie das glaubhaft macht in der Behörde, kann sie sich ebenfalls im ZMR sperren lassen. Ja, dieses System ist entweder über Abfragedienstleister zugänglich oder über Handysignatur öffentlich. Schauen wir mal, was wir da für ein Beispiel hergerichtet haben. Ja, da kommt eine gefakte Meldeauskunft, die mir ein Ministerium zur Verfügung gestellt hat, um Ihnen zu zeigen, wie das aussieht. Wenn Sie eine Abfragesoftware verwenden, kann das ganz anders aussehen, weil die Abfragesoftware hat hier die technische Möglichkeit, andere Layouts draufzulegen.
Die Online-Meldeauskunft für Dritte, das heißt, da kann ich nicht nur mich selber abfragen, sondern herausfinden, wo wohnt wer anderer, geht über die beiden hier genannten Links und erfordert interessanterweise keine gesetzlich anerkannte Begründung. Also wenn ich mich registrieren will beim Innenministerium als Unternehmen für eine Abfrageberechtigung im ZMR, muss ich sagen, ich brauche es, um eine Rechnung zuzustellen, oder ich brauche es, um vorvertragliche Klarheit zu gewinnen, wer ist diese Person, wo wohnt die überhaupt. Wenn ich selber online mache, verlangt der Gesetzgeber, und das heißt das Innenministerium, keine Begründung. So kann ich jede Person abfragen, so sie nicht gesperrt ist. Dieses Ding ist für die eigene Meldebestätigung, weil manchmal muss man als Unternehmer auch eine eigene Bestätigung vorlegen. Das ist lustigerweise 9% billiger. Die Strafregisterbescheinigung brauchen wir als Unternehmerinnen und Unternehmer auch gelegentlich. Ich habe es immer wieder gebraucht, weil ich mich früher für Bundesaufträge beworben habe. Im Vergabeverfahren ist es typisch, dass die Geschäftsführung Strafregisterbescheinigungen beibringen muss, um die Zuverlässigkeit des Unternehmens daraus abzuleiten. Kriegen Sie über diesen Link. Zentrales Personenstandsregister. Naja, da steht drinnen, welchen Personenstand wir haben. Also geboren, gestorben, lebend, verheiratet, verpartnert, verwitwet, geschieden, was es halt da noch gibt. Achtung, dieses Register ist nicht öffentlich, gar nicht, auch für unsere Rechtsanwaltskanzlei nicht. Aber eine Sache, das konnte ich, wie ich seinerzeit noch verhandelt habe für die WKO mit dem Ministerium, rausquetschen, dass wir das Todesdatum kriegen. Warum schon wieder das Todesdatum? Naja, wenn Sie als Unternehmer Geldforderungen haben gegen irgendjemanden, wollen Sie nicht nur wissen, wo wohnt die Person, sondern es wäre auch cool, so herauszufinden, lebt die überhaupt noch? Also wenn die seit 2 Jahren nicht mehr reagiert auf meine Rechnungen, sehen Sie bei der Abfrage nun auch die Information verstorben und da werden Sie dann andere Maßnahmen. Da würde ich wahrscheinlich nicht mehr weitermahnen, wenn ich sehe, die Person, nach der ich suche, ist verstorben, da werde ich mir was anderes überlegen. Parteienverzeichnis werden Sie fast nie brauchen, außer wenn Sie für Parteienleistungen erbringen. Dort finden Sie dann den genauen Namenswortlaut, wenn Sie die Rechnung ganz exakt ausstellen wollen. Und ich sage Ihnen, Sie werden Ihre Überraschungen erleben. Jeder von uns denkt, es gibt die SPÖ, die ÖVP, die FPÖ und die haben ihren Sitz in Wien oder in den Landeshauptstädten. Also wenn Sie wirklich Spaß an solchen Fragestellungen haben, schauen Sie rein und Sie werden sich wundern. Wir haben hunderte Parteien in Österreich. Ich garantiere Ihnen, dass Sie von 90% noch nie gehört haben. Und wo die großen Parteien, ehemals großen Parteien Ihres Bundeslandes ihren Sitz haben, werden Sie sich wirklich wundern. Bei mir war es so, ich bin Datenschutzbeauftragter einer niederösterreichischen mittelgroßen Gemeinde. Und da hat mir der Bürgermeister auch einen Datenschutzauftrag gegeben für seine Partei, in der er tätig ist. Und ich habe wirklich Wunder erlebt, gibt es die Partei in der Gemeinde überhaupt und wo gibt es die überhaupt? Und es ist eine staatstragende Partei, die jeder von uns täglich viele Male im Fernsehen hört. Schauen wir mal, was wir da für ein Beispiel hergerichtet haben. Ja. Das Parteienverzeichnis ist einfach ein langes PDF, das wir jetzt auch nicht im Detail durchschauen werden. Das Bundesstiftungs- und Fondsregister, das ist eine besondere Pikanterie. Stiftungen können entweder sein im Firmenbuch, wenn es Privatstiftungen sind, also da geht es eher so um Hinterlassenschaften für Familienangehörige, oder es sind Stiftungen
nach Bundesrecht, die zum Beispiel mildtätig sind oder Mitarbeiter versorgen, dann finden Sie es im Bundesstiftungs- und Fondsregister. Oder Sie sind nach einem der neuen Landesrechte erinnert, dann finden Sie es in einem der Landesstiftungs- und Fondsregister. Ein grauslicher Wildwuchs, wenn Sie mich fragen. Manchmal muss man allerdings nachschauen, zum Beispiel über den genauen Wortlaut oder über den Sitz oder über die Zeichnungsberechtigung. In meinem Fall ist es so, ich bin Datenschutzbeauftragter einer bekannten Gemeinde, wo es eine Mitarbeiterstiftung gibt. Und da mache ich auch den Datenschutz und da musste ich für die Datenschutzdokumentationen auch da einen Verweis auf den Stiftungseintrag herlegen, recherchieren. Schauen wir mal, ob wir da was finden. Nein, da habe ich mich mit einem Linkfehler. Da würde ich versuchen, den Fehler zu reparieren, bevor ich Ihnen die Unterlagen dann errichte. Das zentrale Vereinsregister ist wieder ein bisschen relevanter. Viele von uns Unternehmerinnen und Unternehmer erbringen auch Leistungen an Vereine, wobei ein Verein ist nicht nur der Fußball- und Kegelverein in unserem Ort, sondern auch, wir haben auch staatstragende Vereine in Österreich, wie zum Beispiel das Rote Kreuz, das Hilfswerk und ähnliche Organisationen. Das sind in Wahrheit Riesenunternehmen mit hunderten Millionen Umsatz. Die sind aber nicht im Firmenbuch zu finden, sondern im Vereinsregister. Und wie gesagt, wenn Sie eine formal richtige Rechnung ausstellen, werden Sie wohl den korrekten Namen brauchen und nicht so, wie es der Kunde sagt. Ich war einmal vor Jahren in der Funktion als Softwarelieferant, hatte ich einen Auftrag von einer sehr bekannten Gewerkschaft. Sie wissen, Gewerkschaften sind in Österreich als Verein konstituiert und die gab es nicht im Vereinsregister. Warum? Rechtlich waren die nur als Abteilung des ÖGB konstituiert, konnten daher auch nicht im Vereinsregister aufscheinen. So, Register der wirtschaftlichen Eigentümer. Ein eher komisches System, aber für bestimmte Branchen verbindlich zu nutzen. Die dies nutzen müssen, kennen es eh. Und da geht es darum, die bestimmenden Persönlichkeiten hinter einer Person staatlich klar zu deklarieren, etwa bei Schachtelkonstruktionen, bei Treuhandkonstruktionen und so. Das ist im Zuge der fünften Geldwäscherichtlinie festgelegt worden und kann eingesehen werden. Schauen Sie sich es einmal an, schauen Sie bei Ihren eigenen Unternehmern, bei den Unternehmern an, die Sie kennen. Schauen wir mal, ob wir hier ein gutes Beispiel hergerichtet haben. Ja, da habe ich ein Unternehmen gewählt, das ich kenne. Und da steht, indirekte wirtschaftliche Eigentümerin ist diese Person. Sie sehen, es ist eine Aktiengesellschaft. Ja, grundsätzlich wissen Sie bei einer AG ja nicht, wem gehört die. Naja, die gehört irgendwelchen Aktionären. Aber aus gesetzlicher, hier wird klargelegt, wer das Sagen hat unter den Aktionären, nämlich diese Dame. Das Transparenzportal. Das Transparenzportal hat jahrelang sehr von sich reden gemacht. Da ging es also darum zu schauen, wer kriegt welche Förderungen und Transferleistungen. Das war eine Zeit lang öffentlich zugänglich. Heute gibt es im Wesentlichen nur mehr die Einsicht auf meine eigenen Daten. Jeder sieht seine eigenen Daten und das ist nicht uninteressant. Ja? Vor allem, wenn man Kinder hat, oder wenn man als Einzelunternehmerin Förderungen bezogen hat, sieht man es ganz klar ausgewiesen. Ich finde es ganz witzig, so wie ich es auch witzig finde, zu schauen bei meinem Krankenversicherungsportal, was hat die Krankenkasse gezahlt für Medikamente und Arztbesuche und so. Ich finde das okay. Dazu haben wir eine Frage, wie man Einsicht in das Transparenzregister erhalten könnte.
Meiner Erinnerung nach gehe ich auf diese Adresse und logge mich mit Handysignatur ein. Aber nur auf die eigenen Daten. Nur für die eigenen Daten. Ja. Verdachtsflächenkataster. Ja, warum interessiert uns das? Naja, wenn Sie sich für Liegenschaften interessieren, werden Sie wahrscheinlich auch den Wunsch haben, zu wissen, ob da Giftmüllfässer im Boden vergraben sind. Und die Umweltbehörden führen hier eine Datenbank, Klammer auf, über die Stellen, wo sie es wissen. Aber von vielen Stellen weiß man, dass der Boden kontaminiert ist und da kann man da reinschauen. Ja, und es gibt auch sogar schon Branchensoftware, wo die Abfrage einbezogen werden kann. Also wenn es Immobiliendossiers gibt, kann man da auch schauen. Ich habe da was hergerichtet, so viel ich mich erinnere. Na, leider nicht. Da habe ich nur die Online-Abfrage. Aha, da wäre Beispiel. Na. Nein, ich habe hier wohl kein PDF hergerichtet und so viel Zeit haben wir jetzt auch wieder nicht, dass wir da noch weitergehen können. Aber da steht jedenfalls, bei der und der Grundstücksnummer ist dieser oder jener Umstand bekannt geworden. Das da ist eine meiner Lieblingssachen. Das ist eine Umweltdatenbank, wo Sie praktisch alles finden. Wieso interessiert uns Umwelt? Naja, es geht nicht nur um Umwelt, sondern es geht auch um Wetterrisiken. Hochwasser, Muren, Erdbeben, Schneelast, Sturm, Blitz und alles, was gut und teuer ist. Also wenn Sie irgendwas mit Liegenschaften zu tun haben, ja, sei es, weil Sie damit wirtschaftlich tun oder weil Sie was privat anschaffen wollen, Sie schauen dort bitte rein und Sie finden zum Beispiel die Hochwasserzonen neben den Gewässern und so weiter. Und wir könnten probieren, ob wir da was schaffen. Ich fürchte nur, dass das nicht ganz einfach sein wird. Sind wir da in Graz? Ist es Graz? Okay. Und jetzt wollen wir versuchen, können Sie lesen, welches, wie viele Punkt die Hochwasserschutzzonen sind? Überschwemmung. Ich versuche es da zu hören, da habe ich es nicht. Gut, dann gehen wir auf gut Glück, auf eine Zonierung. Welche Gefahrenzone? Gefahrenzone? Welche, das, wie viel die ist Gefahren? Gefahrenkarte ist 1, 3, 4, 5. Da? Nein, ja, Überflutungsflächen. Eines runter. Genau. So, jetzt haben wir Hochwassergefahren eingestellt und da sagt uns eben das Umweltbundesamt, dass das Gefahrenzonen für Hochwasser sind, dass Flüsse, Bäche oder sonst irgendwas über ihre Ufer treten können. Und wie ich das für meine Heimatgemeinde gesehen habe, ich habe mit den Ohren geschlackert, mein früheres Betriebsgebäude war 50 Meter entfernt von einer Hochwasserzone. Ja? Besser, man schaut sich es vorher an. Ja? Also ich glaube, Sie werden in diesem System alle was Interessantes finden, auch bei den Orten, wo Sie gerne auf Urlaub hinfahren, wandern, Lawine, Moore, alles interessant. Ja?
Ja, wir haben weitere Datenbanken des Umweltbundesamtes. Ich sage Ihnen gleich, das meiste ist ziemlich fad. Außer wenn Sie wirklich konzentrierte Interessen im Bereich Entsorgung und Entsorgungsdienstleister haben. Die sehr gute Nachricht ist, aufgrund einer EU-Richtlinie sind alle diese Daten gratis. Grund ist, dass die Inspire-Richtlinie, eine Umweltdatenrichtlinie aus Brüssel, gesagt hat, alle Bürgerinnen und Bürger der EU sollen als Grundrecht alle umweltbezogenen Daten immer kriegen können, und zwar gratis, wobei der Umweltbezug sehr weit gesetzt wird. Also alles, was nur im weitesten Sinne mit Lebensraum und Umwelt zu tun hat, ist hier einbezogen. Und zwar geht es hier natürlich nur um staatliche Daten, um Daten von Unternehmen geht es natürlich hier gar nicht. BaseMap ist ein System der Vermessungsbehörden, also des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen und der Landesvermessungsbehörden. Und da kriegen Sie herrliches Kartenmaterial, was bedeutet, dass Sie entweder, wenn Sie App-Hersteller sind, sich da gute Karten besorgen können für Ihre Apps, oder Sie machen was anderes draus. Also viele von den Daten, die wir hier sehen, sind für Geschäftsprozesse von Ihnen hoch geeignet. Das da ist eine Sache, die klingt nach 06er-Bil, das Adressregister und das Katastralgemeindeverzeichnis. Ich finde es aber sehr, sehr praktisch, weil Sie hier alle gültigen Adressen drinnen haben. Also wenn Sie einen Kunden anlegen, haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder Sie legen den Kunden so an, wie der Kunde es sagt. Und ich sage Ihnen, aus meiner Erfahrung gibt es da Fehlerwahrscheinlichkeit nahe 50%, dass der Kunde seinen eigenen Straßennamen nicht genau sagen kann. Besonders bei zusammengesetzten Straßennamen wissen viele Menschen nicht, wie ihr Straßenname genau zu schreiben ist. Wenn Sie sich das österreichische Adressregister runterladen, checken Sie gleich beim Anlegen eines Kundens, gibt es die Adresse und legen wir den sauber ab. Ich mache das, aber ich habe auch den Ruf, dass ich ein Kontrollfreak bin. Das sind Sie ja wohl nicht. Daten der Statistik Austria. Ja, da gibt es manches, was interessant ist, manches, was nicht interessant ist. Vieles eignet sich nicht für Geschäftsprozesse, aber es mag wohl sein, dass Sie einen Edelstein entdecken, wo Sie was draus machen können. GIS Steiermark ist also das Landessystem. GIS steht für Grafisches Informationssystem oder Geografisches Informationssystem. Da kriegen Sie viele, viele, viele schöne Daten zur Steiermark. Allerdings, wie gesagt, ohne die Umweltdaten, weil die sind auch beim Umweltbundesamt zu finden. Und können auch Geodaten runterladen und damit selber was Schönes anstellen. Jetzt kommen wir zum Begriff Open Data. Open Data ist ein im Wesentlichen zeitgeistiger Begriff, hat ein bisschen was mit EU-Datenrecht zu tun und sagt, dass die Behörden angehalten, teilweise verpflichtend sind, ihre Daten öffentlich herzugeben. Ja? Also viele Behörden in Österreich und in der gesamten EU haben Daten, die für Sie als Unternehmerinnen und Unternehmer nützlich sind. Einiges habe ich Ihnen gezeigt. Manches eignet sich, um Geschäftsideen draus zu machen. Wir brauchen dann nicht einmal nur die berühmten 19-jährigen App-Entwicklerinnen zu bemühen. Viele von uns haben geschäftliche Ideen, wo Daten nützlich sein könnten. Ja, und da gibt es ein paar Portale auf österreichischer Ebene, wo Sie Open Data finden. Wir sprechen hier von Content, also Datenbeständen, die Sie im Regelfall einfach nutzen. Runterladen, nutzen, automatisch aktualisieren und darauf Geschäftsprozesse aufsetzen. Ich sage Ihnen ein paar Beispiele, die mir so spontan einfallen. Immer wieder zitiert wird ein junger App-Entwickler in Wien, der eine App gemacht hat, Trinkbrunnen in Wien, ja, wo er halt durch die Nutzung der App jeweils ein bisschen was verdient und die Daten hat er halt von einem Open Data Server bekommen. Dann gibt es Fahrplan-Apps,
Ja, niemand sagt, dass wir die unseres Verkehrsverbundes verwenden müssen. Jeder von uns kann selber so eine Fahrplan-App machen, noch schöner, vielleicht barrierefreier, frauengerechter, jugendgerechter, altersgerechter, mit eingeblendeter Werbung. Und die Fahrplandaten muss uns der Verkehrsverbund, das Land, der Bund, die ÖBB geben. Bitteschön. In diesem Zusammenhang mit Open Data, warum das GIS Steiermark die Eigentümerabfrage der Grundstücke nicht mehr kostenfrei möglich ist, ob das mit einem Datenschutzproblem einhergehen könnte. Es ist sicher kein Datenschutzproblem, sondern eine wirtschaftliche Frage. Mhm. Wahrscheinlich ist da eine Vertragsbeziehung zwischen dem Amt der Steirischen Landesregierung und der Justiz oder dem Bundesamt für Vermessungswesen ausgelaufen aus Kostengründen und man hat sie halt nur in der Form wieder errichtet. Wie gesagt, noch einmal, Grundbuch unterliegt nicht dem Datenschutz, weil die Grundbuchdaten durch Gesetz geöffnet sind, daher kann sich niemand auf Datenschutz berufen. Wir haben dann ein Informationsweiterverwendungsregister, das ist auch so etwas Ähnliches wie Open Data, aber rechtlich stärker. Also da kann man wirklich auf Vertragsbasis mit einer Behörde, mit einem Ministerium vereinbaren, ich möchte diesen Datenbestand haben. Das darf ein bisschen was kosten, aber nur ein paar Euro, also nicht Tausende, sondern nur ganz wenig. Dafür kann man die Qualitäten vereinbaren. Also zum Beispiel wäre vereinbar, ich könnte mit dem Bundesamt für Vermessungswesen vereinbaren, ich will täglich alle neuen Straßen geliefert bekommen in ganz Österreich, weil ich eben eine Navigations-App entwickle und die muss alle Straßen haben. Ja, haben wir eine Frage? Wir haben eine Präzisierung der ersten zum Steiermark, weil das ursprünglich mit Steuergeld aufgebaut wurde und da ist eben noch einmal die Nachfrage, warum dann das nicht mehr offen zugänglich ist. Aber ich glaube, das können wir jetzt nicht beantworten. Erstens kann ich nicht beantworten und zweitens die Frage mit dem Steuergeld ist auf Föderalismusebene sowieso ganz schwierig, weil ich weiß jetzt gar nicht, was steirisches Steuergeld ist. Wir alle Bürgerinnen und Bürger haben vorerst ja im Wesentlichen eine Steuerpflicht gegenüber dem Bund, der über den Finanzausgleich verteilt und in gewissen Sachen haben wir eine Abgabenpflicht gegenüber Gemeinden. Also steirisches Steuergeld ist hier sehr schwer zu sagen, ja? Bis halt die Länder das Recht wollen, selber Steuern einzuheben. Aber das scheint ja nicht der Fall zu sein. Ja, also bestimmte Contents mit bestimmten stärkeren Vereinbarungen finden Sie über das Informationsweiterverwendungsregister, etwa Firmenbuchdaten. Also es gibt einige Unternehmen in Österreich, die kaufen das komplette Firmenbuch von der Justiz mit laufenden Aktualisierungen und machen dann Datenbanken draus, zum Beispiel mit Werbung. Ein Beispiel, das viele von Ihnen kennen, ist das Firmen-ABC im Internet. Das ist ein Lizenznehmer des Firmenbuches, der das halt anders darstellt wie die Justiz und mit Werbung anreichert. Ja, ich habe etwas überzogen. Wir wollten eigentlich 13.30 Uhr mit dem Vortrag durch sein und dann viel Zeit für Fragen zu haben. Ich habe 7 oder 8 Minuten überzogen. Ich bin jetzt noch geraume Zeit hier für Sie da in diesem Webinarraum. Neben den Fragen, die Sie jetzt noch über meine Kollegin hier an mich richten können, können Sie natürlich an Ihre Fachgruppe, an die Sparte IC Fragen richten und selbstverständlich ist auch Ihr IT-Betreuer, Ihre Unternehmensberaterin, Ihre Rechtsanwältin und Rechtsanwalt für viele dieser Fragen ein noch kompetenterer Ansprechpartner, als wir es hier sein können. Im Moment sind keine Fragen. Bitte senden, wenn noch etwas unklar offen ist. Falls Sie den Wunsch haben sollten, mich direkt zu kontaktieren, auch eine Möglichkeit. Vielleicht werde ich nicht alle Fragen selber beantworten können. Dann würde ich es vielleicht an die Wirtschaftskammer Steiermark weitergeben. Es ist mir ganz wichtig, dass mich bei dieser Präsentation gar nicht so wenige Institutionen unterstützt haben. Darunter meine Rechtsanwaltskanzlei. Und Sie haben viele so Cartoons gesehen, die wir immer wieder gezeigt haben.
diese Dinger da, die habe ich einem Wiki-Content entnommen. Und zwar heißt das Wikimedia Commons. Dort werden Bildmaterialien der Wikipedia hochgeladen und die dortige Lizenz erfordert, dass ich sie auch nenne. Das ist also Vector Toons in der Wikipedia Commons, hat also viele dieser Cartoons dieser Präsentation bereitgestellt. Ja. Übrigens auch für Sie, wenn Sie Bilder brauchen für irgendwas, fürs Internet, für Präsentationen, schauen Sie in Wikimedia Commons rein, nehmen Sie, was Sie wollen, aber Sie müssen erwähnen, wer das hergestellt hat. Das ist die Wikipedia-Lizenz. Ja? Ich glaube, dass heutzutage kaum mehr ein Grund besteht, aus Faulheit irgendein Bild aus dem Internet einfach so zu nehmen und sich dem Risiko auszusetzen, dass man Ärger kriegt. In Wikimedia Commons ist so viel drinnen, auch alle österreichischen Promis, wenn man es braucht für irgendwas, auch im journalistischen Umfeld, einfach gnadenlos verwenden. Wir haben wieder eine Frage zu den Folien bzw. zur Aufzeichnung. Wir werden das zeitnah mittels E-Mail dann am Ende des Webinars an die Teilnehmer aussenden. Einerseits eben ihre PDF-Unterlage und aber auch die Aufzeichnung werden wir als Link dazugeben. Mhm. Zum Thema Handysignatur haben wir wieder die Frage, eigentlich die zu Beginn schon gestellt wurde, wie das ist, wenn man einerseits Unternehmer ist, aber auch als Konsument auftritt. Ich habe zwei Anmerkungen erhalten, dass man als Firma und als Privatperson nicht mit dem gleichen Handy eine Signatur machen kann oder zwei Signaturen in dem Fall, müssten wir aber jetzt noch verifizieren. Also wir haben noch ein bisschen Zeit, wir probieren was aus. Okay. Ja. Werden wir schauen, ob das klappt. Mein Problem ist, dass es nicht zu klein sein darf. Wir haben hier eine sehr kleine Schrift eingestellt. Ich probiere es mal von der Seite. Schaut besser aus. So, inzwischen werde ich mein Handy einschalten. Das habe ich völlig abgedreht. Also wir bekommen weitere Rückmeldungen, dass es möglich ist. Ich wollte gerade sagen, dass es bei mir auch so ist, ohne dass ich was dazu getan habe. Ich muss mich jetzt nur ein Momentel konzentrieren, weil gleichzeitig reden und tun nicht immer hilfreich ist. Ich versuche jetzt einmal mit Fingerabdruck kann nicht sagen, warum ich jetzt nicht reinkomme. Eine Möglichkeit ist, und das ist auch interessant für Sie, ich habe einen Schweißfilm auf den Fingern, ich schwitze hier ziemlich. Mein Fingerabdruckleser geht nicht, wenn ich feuchte oder schwitzige Hände habe. Dann in dem Fall würde ich Sie bitten, dass Sie mir es glauben. In dem Moment, wenn der Login hier funktioniert, sehe ich drei Identitäten, nämlich meine als Privatperson, als Bürgerin, dann als Geschäftsführer meiner GmbH und dann eine dritte, das ist eine Finanz Online, eine historische Identität. Warum die noch da ist, kann ich Ihnen gar nicht beantworten. Aber wir hätten nun gesehen, dass ich doppelt drinnen bin, ohne dass ich jemals was dazu getan habe. Ja, weil die Behörden automatisch aus den Registern einspielen. Aus dem Firmenbuch, aus dem Vereinsregister und aus dem Melderegister sind alle Personen automatisch drinnen. Sie müssen nur mehr sagen, ich will mitmachen.
Haben wir noch eine Frage? Ja. Bei Grenzverhandlungen ist ein Protokoll mitzuführen, auf dem die beteiligten Eigentümer ihre Zustimmung unterzeichnen. Ob es möglich wäre, dass man das mittels Tablet oder elektronische Unterzeichnung eines PDFs durchführen könnte? Was muss man dokumentieren? Bei Grenzverhandlungen. Bei Grenzverhandlungen? Bei Grundstücksgrenzen gehe ich davon aus, dass... Ich bin völlig sicher, dass jede Art der Unterschrift zulässig ist, daher auch mit der Handysignatur. Außer, dass, wenn das zuständige Gesetz was anderes sagt. Ja, aber ich glaube nicht, dass es was anderes sagt. Daher wird das mit der Handysignatur möglich sein. Ja? Dann habe ich noch eine Frage. Kann ich zwei Sign-Apps gleichzeitig verwenden, Artrust und Digitales Amt? Ich mache das. Ich habe nur keine besonders guten Erfahrungen, wenn beide gleichzeitig offen sind, weil man durcheinander kommt. Man muss dann schon überlegen, was will ich jeweils tun. Ja, also es geht. Also wenn ich nur unterschreiben will, bevorzuge ich die Handysignatur-App allein. Wenn ich andere Behörden Dinge zu tun habe, gehe ich in die andere App rein. Haben Sie noch eine Frage? Dann würde ich noch gerne was sagen. Ich habe versäumt, in die Präsentation aufzunehmen, den Login bei den Sozialversicherungen. Ich habe es wohl ein bisschen erwähnt. Es ist besonders nützlich, wenn Sie Rechnungen einreichen. Also ich mache das seit einigen Jahren so, Allarztrechnungen einzureichen, über das Online-Portal mit der Handysignatur. Also keine Briefe mehr schreiben, keine Kopien mehr machen und sowas. Das ist wirklich toll. Es ist ein wirklich tolles System und gelegentlich packt mich auch die Neugier und dann schaue ich auch an, was die Sozialversicherung für mich ausgegeben hat bei meinen Ärzten. Oder ob die Pensionssachen richtig drinnen sind oder solche Sachen. Es ist wieder eine Frage gekommen. Wie kann ich selbst die Handysignatur für Vertragsunterzeichnungen nutzen? Bedarf das einer Registrierung bei Artrust? Wenn Sie die Handysignatur irgendwo gemacht haben, haben Sie sie. Und es gibt im Internet eine Reihe von Services, wo Sie PDFs signieren können. Eine Reihe, unter anderem bei der Firma Artrust, aber auch bei anderen Anbietern. Die sind überwiegend kostenlos, wo ich ein PDF einmal an einer bestimmten Stelle signieren kann. Ja? Also zum Beispiel am Ende auf der letzten Seite, wo ich meinen Vertrag unterbringe. Oft ist es aber so, dass dann Profi-Versionen was kosten. Zum Beispiel, wenn ich 10.000 Dokumente auf einmal unterschreiben will, das ist dann, da werden Sie dann eine Profi-Version zahlen. Aber ich mache das laufend, einzelne PDFs mit der Handysignatur signieren. Also Verträge mache ich nur mehr so. Da will ich noch den Vorteil kurz sagen. Wenn Sie einen Vertrag konventionell auf der letzten Seite unterschreiben und dann das Ganze scannen und jemanden schicken, ist das zwar rechtsgültig, aber jeder kann die Seite 3 austauschen durch eine andere Seite 3a. Ja? Ist zwar gültig, aber deppert. Wenn Sie ein PDF mit einem Vertrag signieren, ist das zur Gänze fälschungsgesichert. Ja? Es ist kein Beistrich änderbar, ohne dass das Siegel bricht und ohne dass ich dann bei der Kontrolle merke, Siegel kaputt. Ja? Also 1000-mal besser als alles andere. Nur dazu wie weniger Arbeit. Wenn ich einen Vertrag scanne, einen geschriebenen Vertrag scanne, die Seiten einzeln scanne. Es hat ja nicht jeder so einen tollen, großen Apparat, der alles automatisch macht. Ja? Ich bin jetzt mit meiner Frau nur mehr in 2-Personen-Unternehmen lähmend 20 Seiten scannen in einen Flachbett-Scanner. Viel gescheiter ist ein PDF nehmen und elektronisch signieren.
Eine Frage, die ich immer erwarte, die heute nicht gekommen ist, was ist, wenn zwei unterschreiben müssen? Gerade gekommen. Geht genauso. Erst unterschreibt meine Frau und dann ich oder umgekehrt, sind dann zwei Siegel drauf. Wie kann das überprüft werden? Wäre die präzise Frage noch? Habe ich noch nicht gemacht. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich wird man bei der Signaturprüfung da eine Antwort bekommen. Ja? Also man sagt ja nicht, ich wurde es unterschrieben von, sondern man gibt das PDF rein und das PDF sagt, wurde unterschrieben von. Also wann das gescheit ist, sagt er, wurde unterschrieben von der Person dann und dann und von der zweiten Person dann und dann. Wie viele Damen und Herren haben wir noch bei uns eigentlich? Wir haben jetzt im Moment noch 105 Personen. Toll, tolle Zahl. Danke fürs Aushalten. Wir hätten dann noch eine präzisere Frage zu der vorherigen Frage zur Handysignatur, Vertragsunterzeichnung und Artrust-Registrierung. Ob Einzelverträge dann eben mittels Artrust und der Handysignatur unterzeichnet werden können? Einfach nur eine Versicherungsfrage. Es ist jedes beliebige Dokument, jedes beliebige PDF-Dokument mit jeder beliebigen Handysignatur auf jeder dafür vorgesehenen Software zu unterzeichnen, egal zu welchem Zweck. Dann gibt es noch eine Frage zu Erfahrungswerten mit dem Umstieg von Bürgerkarte auf Handysignatur. Ganz tolle Frage. Ich nehme an, die Dame oder der Herr hatten die alte Bürgerkarte auf Chipkartenbasis. Es war ein äußerst schrottiges System, hat bei der Einführung allen Menschen Sorgen gemacht und ging auch nicht auf allen Betriebssystemen. Ja, also ich bin einer, der, ich habe leider Informatik studiert vor fast 40 Jahren, der da sehr neugierig ist. Ich habe da mehrere Betriebssysteme zu Hause. Ich habe Ubuntu, Apple, Windows und mehrere mobile Betriebssysteme. Die alte Bürgerkarte, die Chipkarte, die teilweise auch auf der Bankomatkarte drauf war, hat einen Kartenleser erfordert und der ging manchmal auf manchen Betriebssystemen nach einem Update dann wieder nicht mehr und auf anderen gar nie. Sie haben null Probleme mit der Handysignatur. Wenn es ein Problem gibt, dann haben Sie es vielleicht mit dem Fingerabdruckleser, wenn Sie schwitzige Finger haben. Ja? Aber ich hätte sofort umschalten können, stattdessen mit TAN. Wenn der Fingerabdruckleser gerade nicht geht, dann hätte ich ja TAN bekommen und die eingegeben. Also wer es wirklich schön haben will, schmeißt die alte Signatur, die alte Bürgerkarte weg und macht die Handysignatur. Ich bin aber noch nicht sicher, ob es bei allen Berufen schon erlaubt ist. Ich fürchte, dass etwa beim Rechtsanwälte und Notare, die müssen noch die Karte verwenden. Aber wir werden nicht so viele Anwälte und Notare unter uns haben. Zwei Fragen zu einem Thema. Wenn das Dokument an mehreren Stellen unterzeichnet werden muss, das PDF, wie geht das dann? Man unterzeichnet, speichert es ab und macht es noch einmal. Das ist dann so, wie wenn zwei Personen unterschreiben. Danke. Bekommen einige Danke. Wenn es noch Fragen gibt, bitte jetzt. Schnell noch. Ja, letzte Fragerunde. Ich glaube, wir kriegen hauptsächlich Danke und Anerkennungen und Verabschiedungen wahrscheinlich auch schon. Verabschiedungen noch nicht, aber okay.
Na, dann fangen wir an, oder? Ja. Dann möchte ich mich in meinem eigenen Namen und im Namen der Sparte Information Consulting der Wirtschaftskammer Steiermark ganz, ganz herzlich bedanken, dass Sie da waren, dass Sie uns das Vertrauen geschenkt haben, uns Ihre Zeit zu geben, hier dabei zu sein, dass Sie Fragen gestellt haben, dass Sie uns nicht geschimpft haben, wenn es fad war. Ich weiß, vieles von dem ist ziemlich fad. Und ich wünsche Ihnen sehr, sehr viel Erfolg einerseits bei der Anwendung elektronischer Werkzeuge und natürlich ganz allgemein jetzt in dieser Novemberzeit, die für uns alle viele Änderungen, oft auch sehr schmerzliche Einschränkungen bringt. Vielen Dank nochmal. Auf Wiedersehen. Danke sehr. Auf Wiedersehen.